was bisher geschah. Es war auf ihrem Freund dort. Oh, ist ja widerlich. Wir sind offiziell zu spät. Ich war fertig, wie du gesagt hast. Ich konnte nur meinen CD-Player nicht finden. Alles in Ordnung, Liebling. Sie fahren nicht ohne uns. Uns? Du kommst mit nach Dallas? Oh, nur mit aufs Festland. Ich muss nach dem Sturm wieder zurück. Ich fahre dich zum Flughafen. Cool. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Jurassic Park The Game. Ich bin Rotmeck und wir sitzen jetzt wieder mit Vater und Kind im Auto und werden wahrscheinlich gleich einer Chiquita ausweichen müssen. Aber erst schauen wir mal, was hier im Auto alles passieren kann. Komisch. Die Lichter am Zaun sind aus. Ist das was Schlechtes? Sicher ist alles in Ordnung. Die müssen wohl ausgetauscht werden. Na klar, das liegt nur an den Birnen. Was haben wir denn da? Kann man das anschauen? Was ist denn das? Ich kann da nicht runter. Ja, jetzt geht's. Aber wir kommen immer näher. Sicherheitssysteme. Die DJs hier draußen sind nicht so toll, oder? Orten nicht möglich. Die Kleine ist nicht sehr interessiert und wir schauen mal, was wir mit ihr reden können. Ah, Mädchen, was ist los? Pubertierendes kleines Göhrenkind. Jetzt darfst du Dinosaurier sehen und dann bist du immer noch so drauf. Das geht doch nicht. Was ist los? Also, zu Hause alles in Ordnung? Wie läuft's in der Schule? Ich weiß nicht, langweilig. Ich habe bald einen großen Spanisch-Test. Dann kann ich dir nicht helfen, aber deine Mutter kann etwas Spanisch. Oder wir überfahren bald jemanden, der Spanisch könnte. Ja? Na komm, lass uns mal reden. Hör zu, Jess. Ich habe so viel gearbeitet. Wir hatten kaum Zeit zu reden. Oh-oh. Jess, deine Mom hat mir von dem Ladendiebstahl erzählt. Das war nur Spaß. Ich habe nichts Wertvolles genommen. Was hat sie gesagt? Ja, ich meine, sie macht sich Sorgen. Ja, ich meine, wer hat nicht schon mal was gestohlen im Laden, als er ein kleines Kind war, ein Jugendlicher war? Gehört irgendwie auch zum Erwachsenwerden, dass man Grenzen überschreitet, ja? Aber da machen sich die Eltern Sorgen, das ist klar. Also sie macht sich Sorgen um dich, Schatz. Ich weiß, sie übertreibt gerne, aber es war ein Schock für sie. Und ich war auch etwas besorgt. Ich weiß, ich bin eine Niete. Liebling, nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich will nur, ich möchte, dass du versprichst. Nein! Da war ich zu fest im Film. Ist sie tot? Nein, sie lebt. Sie atmet. Na, zum Glück sind wir nicht ausgewichen, sonst wären wir vielleicht tot. Können Sie sich bewegen? Wer sind Sie? Können Sie mich hören? Erstmal können Sie mich hören. Ich will wissen, ob die überhaupt bei Sinnen ist. Hallo, hören Sie mich? Seltsam. Es ist wie eine Art... Oh. Sie braucht medizinische Versorgung. Wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Wer ist das? Kennst du sie? Ich kann mich nicht an sie erinnern, aber das ist egal. Hast du das ernst, dass du den Wagen fahren kannst? Oh ja, das kann ich. Mom weiß es nicht, aber... Schon okay. Setz dich einfach ans Steuer. Und mach mir keine Angst. Okay. Und schnell, Mädchen, schnell. Keine Quicktime-Events, bitte nicht. Komm, Schatz, wir bringen sie heraus. Fahren wir. Ich habe mit der Taste A meine Probleme. Ich schaffe das einfach nicht. So, komm, und jetzt... Auf mit dir, schwerer Brocken. Haben wir sie schlimm erwischt? Schlimm genug, aber das hier waren wir nicht. Das ist etwas anderes. Ich prüfe ihre Vitalfunktionen. Bleib ruhig und folge den Schildern, okay? Okay, kein Problem.
Und schau nach vorne, Mädchen. Okay, mal schauen. Was ist das? Was? Sieht aus wie eine Bisswunde. Gebissen? Du meinst von einem Dinosaurier? Ich weiß nicht. Die Flecken sind ein Hinweis auf Gift, aber das ist kein Dilophosaurus-Biss. Und keiner der anderen Dinosaurier ist giftig. Ich glaube, ich will nicht mehr hier draußen sein. Aber wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Sollte das kein Biss vom Dilophosaurus sein? Das haben wir doch gesehen. Das ist er doch. Okay, schauen wir mal weiter. Was jetzt ein Halskraulen oder was? Radikaler Herzschlag. Puls ist runter auf 33. Nunca nos podrán sacar de aquí. Sie gibt uns doch Hinweise. Auf Spanisch. Jetzt kannst du ein bisschen lernen mit ihr, Mädchen. Was ist mit ihren Augen los? Ich weiß nicht. Es ist wie eine Reaktion auf eine parasitäre Infektion. Vielleicht. Keine Ahnung. Toxoplasmose? Aber das erklärt ihre Symptome nicht. Kommen Sie schon. Bleiben Sie mal. Die ist einfach vergiftet. Ich muss diese Wunde reinigen. Fahr bitte weiter so vorsichtig. Okay. Okay, dann machen wir mal. Reinige mal die Wunde. Das könnte jetzt wehtun. Aléjate de mí. Alles in Ordnung. Ganz ruhig. Alles klar. Sie versteht das nicht. Ich muss die Wunde reinigen. RB drücken. Und jetzt nach links. Weiß sie nicht, dass du ihr helfen willst? Was? Wieso geht denn das nicht? Muss ich mit ihr reden? Okay, ich bin Arzt. Lassen Sie mich helfen. Hören Sie mir zu. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Aléjate de mí. Nein, hören Sie. Ich bin Arzt. Ich kümmere mich darum. Medico? Medico? Sie, Medico. Ich werde Ihre Wunde desinfizieren, okay? Lassen Sie mich Ihnen helfen. So, jetzt geht's vielleicht. Ah, voilà. Sehr schön. Und das sollte die Infektion aufhalten. Ich weiß nicht, was Sie da draußen gemacht haben, aber... Es ist okay. Sie erleidet einen Schock, aber das kann ich aufhalten. Oh mein Gott, das ist nicht... Schau nach vorne, Mädchen! Was zum Geier, ey! Na, super. Wir brauchen das andere auch noch. Ah, komm. Hab sie. Ja. Haben beides geschafft. Ja, stark. Und jetzt fahr ein bisschen langsamer. X drücken. Was, wie oft muss ich denn einfach nur draufbleiben? Wow, die Nadel ist riesig. Achte du nur auf die Straße. Psst, nach vorne, Mädchen. Meine Güte, die lernt aber auch nichts. Langsamer, Chess. Schon okay. Du solltest etwas langsamer fahren, Schatz. Entschuldigung. Sehr gut. Dann kann ich vielleicht besser zielen. Ja, und so. Ja, super. Was ist los? Nein, nicht geschafft, nicht super. Alles in Ordnung. Ich muss nur die Vene treffen. Ah. Fahr noch ein bisschen langsamer. Nein, nicht schneller. Sie wurde vergiftet, das wissen wir ja. Hören Sie, Sie zeigen eine Sekundärreaktion auf Toxin. Ich gebe Ihnen jetzt eine Spritze, damit es Ihnen besser geht, okay? El barco. Tengo que encontrar el barco. Ja, gut. Informiert haben wir die Dame jetzt. Und jetzt rein mit der Spritze. Geschafft. Bring uns in Sicherheit. Sie erstmal stabilisieren, bis wir im Besucherzentrum sind. Okay, ich werde Sie bandagieren. Kannst du weiterfahren? Alles okay. Sag Mom, ich bin bereit für die Fahrschule. In Ordnung? Ich glaube, das muss Mom nicht unbedingt wissen. Wie geht es ihr? Tja, sie ist in Ordnung. Vorerst. Aber das Gift ergibt einfach keinen Sinn. Vielleicht fressen ein paar der Dinosaurier giftige Pflanzen. Jess, warum halten wir an?